Ich möchte jetzt zeigen, wie man Formatierung von einem Teil des Textes auf einen anderen übertragen kann. Nehme ich mal ein Wort und formatiere es in einer bestimmten Art und Weise, da schön fett, kursiv und unterstrichen. Und hier kommt dann hier dieser Pinsel, das Formatübertragungssymbol dann ins Spiel. Ich mache hier einen Doppelklick und gehe hierher. Und schon wird, weil ich vorher die Maus hier gehabt habe, bevor ich hier einen Doppelklick gemacht habe, das Ganze übertragen. An einer anderen Stelle gehen. An anderer Stelle, ah, daher und daher. Wenn ich jetzt Escape drücke, dann verschwindet dieses Zeichen. Wenn ich jetzt hier nochmal gehen würde und sagen wir mal einen Begriff Fett formatieren würde, das ist hier ausgewählt, und nur einmal draufklicken würde, dann würde auch nur einmal, ja, ist gerade dieses Symbol verschwunden, könnte ich es nicht mehr sofort übertragen. Das heißt wirklich darauf achten, einen Doppelklick zu machen, und dann kann diese, na, dann kann dieses Format Formate können dann übertragen werden.